So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder Lego Friends. Und zwar die brandneuen und aktuellen Lego Friends XXL Pakete. Wundertüten. Nummer 1 für 4,50 Euro. Und ihr seht schon, ein ganz anderes Design wie sonst. Ist schon mal cool. Zweitens, aber sehr viel Sachen drin, die wir eh schon alle haben. Oder mehrmals haben. Und wie alt die Magazine sind, das sehen wir natürlich jetzt gleich, wenn ich die erste Wundertüte davon auspacke. Das heißt, es gibt 2 von 8 Magazinen und 2 von 10 Lego Spielzeuge. Bin ich mal gespannt, wie die das aufgeteilt haben. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch einfach nur mal zeigen, dass es wieder eine brandneue und aktuelle Lego & Friends Wundertüte gibt. Nämlich das XXL Paket. Ah, ich liebe das, wenn das knackt. Jetzt holen wir das erste Magazin raus. Und es ist Draht. Oh, Sternwarte. Zum Gucken. Hey, das ist das Magazin Nummer 8 von November 2019. Wird es auf jeden Fall sein. Ja, muss es ja 2019 sein. Aber ich sag mal, das ist jetzt cool. Das ist ja nicht nur Lego & Friends. Das kann man auch bei Lego City mit einbauen. Ist natürlich witzig, kleiner Roboter, eine Tafel mit Sterne, Teleskop, richtig cool gemacht. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Sind auch schöne Lego-Steine, die man auch woanders für verwenden kann. Nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. So, und das zweite Magazin und das zweite Extra ist, und zack. Oh, eine Hasenrutsche oder ein Hasenspielzeug. Ein Hasenspielplatz meine ich natürlich. Alles kleine Hasenbeine. Oh, 2 Mini-Hasenbeine. Ein braunes und ein weißes. Eine Schaukel, eine Rutsche. Süß. Oder nicht, müsst ihr mir sagen. Aber ich meine, nee. So als Osterdeko verwenden, gibt es ja einiges. Wer natürlich davon schon mehrere hat. Hut ab, aber scheint süß zu sein. Muss man echt lassen. Also, das ist das Magazin April Nummer 3. Muss auch aus 2019 sein. Wird es wohl, finde ich jetzt nicht so schnell, das Jahr. Aber wird es wohl sein. Also, 2 neue Extras, eine Sternwarte, also ein Dingens. Osterhasen oder Karnickelspielplatz, würde ich jetzt dazu sagen, ist nämlich eine Rutsche und eine Schaukel. Wo findet man das? In der brandneuen und aktuellen Lego & Friends XXL Paket Wundertüte. So, ihr schreibt mir natürlich jetzt alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Habt ihr euch schon ein oder mehrere gönnt? Wenn ja, was hattet ihr denn? Schreibt es für mich und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare, dass wir mal so ein Fazit machen können, was da immer drin ist. Also, das ist meine erste XXL-Paket Wundertüte von Lego & Friends. Ich werde vielleicht den nächsten Mal nochmal ein oder zwei holen, um euch zu zeigen, was dann vielleicht noch drin stecken kann. Aber wie gesagt, kommt auf euch drauf an, wie ihr das findet, dass ich Lego Friends Wundertüte mal wieder aufmache. Ihr wisst ja, ihr braucht nicht immer schreiben. Daumen hoch reicht für mich. Aber nichtsdestotrotz war das jetzt einfach nur mal wieder ein Infovideo, was es wieder auf dem Markt ist an Wundertüten von Lego, Lego Friends, XXL Paket. Ich versuche natürlich irgendwas von Lego & Friends unter ein Video zu verlinken. Ihr wisst es ja, sicher, bequem und teilweise günstiger, weil es älter ist. Da sind meistens dann die günstigeren Sachen. Aber wie gesagt, schaut es euch an. Wenn es euch gefällt, könnt ihr es ja machen. Jetzt bin ich auf eure Meinung auf jeden Fall gespannt. Und ich sage wie immer, bleibt gesund, guckt hin und schaut zu.